Herr Schulz, welche Rolle haben Sie denn hier im Expertenteam vom Epic Spine? Ich bin für meine Ausbildung her Chirurg und Unfallchirurg, beschäftige mich eigentlich schon seit weit über 10 Jahren nahezu ausschließlich mit der Wirbelsäulenchirurgie und übernehme hier vor allem den Part der Implantatversorgung im Bereich der Wirbelsäule, hier vor allem der Brustlendenwirbelsäule. Das bedeutet also letztendlich, ich komme dann zum Tragen, wenn die degenerativen Veränderungen an der Wirbelsäule so weit vorangeschritten sind, dass es letztendlich notwendig sein kann, einzelne Abschnitte der Wirbelsäule durch Implantate zu ersetzen oder anderweitig zu versorgen. In welcher Situation muss man denn an der Lendenwirbelsäule doch Implantate einsetzen und gibt es dann die Möglichkeit, trotzdem die Bewegungsfreiheit zu erhalten? Ja, wir müssen hier unterscheiden letztendlich, welche Art von Veränderungen liegen denn im Bereich der Lendenwirbelsäule vor. Da gibt es natürlich eine große Bandbreite und hier müssen wir sehen, sind es Veränderungen lokaler Art, die letztendlich den Patienten auch im Bereich des Rückens Beschwerden verursachen. Hier ist vor allem die Bandscheibe und die angrenzenden Wirbelkörper zu nennen. Oder sind es Veränderungen, die bereits zur Einengung von neurologischen Strukturen, also Nerven, führen, mit einer entsprechenden Symptomatik dann im Versorgungsgebiet dieser Nerven, die dann letztendlich auch eine Entlastungsoperation nach sich ziehen. Wenn Sie funktionserhaltende Implantate ansprechen, so kann man hier im Bereich der Lendenwirbelsäule ähnlich wie auch im Bereich der Halswirbelsäule eben auch funktionserhaltende Implantate einsetzen. Hier ist vor allem die Bandscheibenprothese zu nennen. Und aufgrund eben der modernen Technologie ist es auch hier sehr wohl möglich, diese Implantate minimalst invasiv, das bedeutet über sehr, sehr kleine Schnitte mit einem sehr geringen Weichteiltrauma, also einer sehr geringen Weichteilverletzung einzubringen. Für mich zum Verständnis, sprechen wir dann schon von einer Versteifung? Also wenn man solche funktionserhaltene Implantate wie eben eine Bandscheibenprothese einsetzt, dann haben wir keine Versteifung. Wobei man dazu sagen muss, dass solche Implantate auch nur dann implantiert werden können, wenn alle diese Strukturen, die eigentlich für die Funktion verantwortlich sind, das sind zum Beispiel die kleinen Zwischenwirbelgelenke, auch noch so weit intakt sind, dass diese Funktion auch noch besteht. Wenn die degenerative Veränderung so weit vorangeschritten ist, dass diese Strukturen eben letztendlich zerstört sind, dann müssen wir bezüglich der Implantate einen Schritt weitergehen und dann kommt oftmals auch die Versteifung zum Tragen. Versteifung ist ja so ein böses Wort für den Patienten. Heißt das denn wirklich immer sofort, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist? Da haben Sie recht, das ist tatsächlich ein Wort, das mit großen Schrecken besetzt ist. Letztendlich darf man in dieser Situation, in der wir eine Versteifung vorschlagen, nicht vergessen, dass die Funktion selber bereits längst verloren ist, meistens schon vor Jahren. Das bedeutet, die normale Funktion und die entsprechenden Strukturen, die diese normale Funktion gewährleisten, sind zerstört. Was wir allerdings letztendlich haben, ist eine Instabilität, das heißt ein wackeliger Wirbelsäulenabschnitt, der einer Stabilisierung bedarf. Das bedeutet, man müsste das Wort versteifen, eher durch eine Stabilisierung ersetzen, um ihnen den Schrecken zu nehmen und da der Wahrheit auch etwas näher zu kommen. Thema Osteoporose. Wie bieten Sie denn hier eine bestmögliche Therapiemöglichkeit an? Die Osteoporose ist ja letztendlich quasi eine Volkserkrankung, unter der sehr viele Menschen leiden. Ist jetzt keine rein chirurgische Erkrankung, sondern eine Stoffwechselerkrankung, wobei man sagen muss, dass es sehr oft dann auch zu Komplikationen kommt. Hier sind insbesondere die Brüche zu nennen und neben den Brüchen im Bereich des Hüftgelenkes sind es hier vor allem die Wirbelkörperbrüche, die sehr häufig auftreten. Und hier bieten sich ja von unserer Seite hervorragende, auch minimalinvasive Therapiemethoden an. Viele Patienten gehen ja dann doch aus reiner Angst einfach zu spät zum Orthopäden oder zum Arzt, zum Spezialisten. Was glauben Sie, wie man da das Bewusstsein verändern könnte beim Patienten? Also letztendlich kann man dem Patienten ja die Angst nehmen. Denn selbst bei sehr schwerwiegenden degenerativen Veränderungen, die zum Beispiel über den Einsatz von Implantaten versorgt werden müssen, haben wir heutzutage mit der modernen Technologie die Möglichkeit, sehr, sehr minimalinvasiv, also wenig eingreifend für den Patienten zu agieren, sodass auch die Zeit nach einer solchen operativen Versorgung für den Patienten nicht mehr diese Problematik darstellt, vielleicht wie das schon mal gewesen ist.